Ich bin dann mal weg. Dies ist eine Ankündigung und eine Bitte um eure Hilfe. Und zwar möchte ich morgen am Montag, den 21.11., mit meinem Freund nach Berlin fahren. Da mein Freund Donnerstag wieder arbeiten muss, fährt er Mittwoch wieder zurück. Ich habe Urlaub, ich kann spontan sein, ich kann so lang bleiben, wie ich möchte, also innerhalb von 2 Wochen. Und gucke einfach spontan in Berlin dann, wann ich wieder heimfahre. Wir wissen eigentlich noch nicht, wo wir schlafen und wie wir hinkommen. Wir fahren wahrscheinlich mit einer Mitfahrgelegenheit. Das ist mir sehr wichtig. Ich will nicht selber fahren. Ich habe ja gerade eine No-Car-Challenge auch gestartet. Die verlinke ich euch auch nochmal hier oben irgendwo. Ich möchte nicht selber fahren. Das lohnt sich für mich einfach nicht und den Stress will ich mir auch nicht antun. Und Bahn ist verhältnismäßig teuer. Und ich möchte einfach Leute kennenlernen. Das ist jetzt auch so ein Punkt für mich, was ich in Berlin machen möchte. Ich möchte Leute kennenlernen. Wir fahren dann zu 90% sicher bei einem jetzt mit, morgen Mittag, weil ich habe ja morgen noch Schule, trotz Urlaub, Berufsschule. Und danach fahren wir dann los. Und wir haben eigentlich noch gar keinen Plan und irgendwie ist es ein bisschen komisch, aber irgendwie auch gut. Ich würde nur gerne wissen, wo wir dann Montag auf Dienstag schlafen. Und da seid ihr gefragt. Also wenn ihr irgendwie einen Platz habt, eine Couch frei habt für uns, dann sagt doch mal Bescheid. Oder wenn jemanden kennt, der Couchsurfer aufnimmt. Ich habe noch nie Couchsurfing gemacht, beziehungsweise halt immer nur bei Leuten, die ich schon gekannt habe, aber bei fremden Menschen jetzt noch nicht. Und diese Erfahrung möchte ich eben jetzt machen. Möchte mal gucken, so mit möglichst wenig Geld auszukommen. Also wir werden viel zum Essen gehen, das weiß ich jetzt schon. Aber in Sachen Reisen und Übernachtung eben, dass man Mitfahrgelegenheiten nutzt und dass man Couchsurfing macht, einfach um mehr zu teilen und einfach wieder, dass die Menschen wieder mehr zusammenkommen. Also, dass man nicht immer nur irgendwie abgelegen in ein Hotel geht, sondern auch mal eben Leute kennenlernt durch das Couchsurfing und einfach neue Erfahrungen damit sammelt. Und auf diese Erfahrung freue ich mich. Deswegen suche ich jetzt eben noch nach Couchsurfing, fahre mit Mitfahrgelegenheit hin. Wann ich zurückfahre, ist noch unklar. Ich vermute mal irgendwann Donnerstag, Freitag, Samstag. Weiß ich aber noch nicht genau, kommt drauf an, wie es mir dann dort gefällt, weil ab Donnerstag bin ich ja dann auch allein dort. Werde dort mich mit Leuten treffen und besuchen, die ich dort kenne. Und ja, mit meinem Freund eben Berlin angucken. Ja, einfach mal schauen, was auf mich zukommt, worauf ich Lust habe, was ich machen möchte. Und ich möchte in den Umsonstladen, sag ich schon, in den verpackungsfreien Laden gehen, weswegen ich mir auch einen ganz großen Rucksack mitnehme und ein paar Gläser zum Befüllen, einfach um Plastik sparen zu können. Das ist mir dann wert, das alles dann heimzuschleppen, einfach mal diese Erfahrung auch dort zu machen, in einem verpackungsfreien Laden einzukaufen. Und ja, ich schaue einfach mal, was auf mich zukommt. Jetzt geht es für mich darum, noch wenigstens für Montag auf Dienstag eine Couch zu finden zu zweit. Dienstag auf Mittwoch wollten wir in einem Hotel übernachten und dann ist mein Freund weg und von da an couchsurfe ich dann allein. Ich überlege, wenn ich zurückfahre, zu trampen. Ich bin noch nie getrampt, beziehungsweise nur zweimal innerhalb von einer Stadt. Das war auch eine Strecke von 5 bis 10 Minuten mit dem Auto eben. Ansonsten bin ich noch nie getrampt und es ist halt ziemlich lang von Berlin nach Schweinfurt. Es sind 446 Kilometer und ich kenne mich halt nicht sehr gut aus. Also wenn ich jetzt irgendwo in Berlin anfange zu fragen oder meinen Daumen rausstrecke, ich weiß ja gar nicht wohin. Also ich muss mich da mal informieren. Vielleicht habt ihr ja Tipps zum Trampen, vielleicht irgendwie quasi eine Anleitung, wie man das am besten anfängt, was für Tipps ihr mir geben könnt, würde mich sehr freuen. Und dann schaue ich einfach mal, wie es wird und ich nehme euch sehr wahrscheinlich auf meinen Berlin-Trip mit, wenn ihr das möchtet, wenn es euch interessiert. Es wird auf jeden Fall sehr viel leckeres Essen geben. Berlin ist ja so die vegane Hauptstadt. Ja, ich gucke einfach mal, ich frage nochmal in veganen Berlin, ob jemand Lust hat, sich zu treffen und guck mal bei Foodsharing, ob ich vielleicht mal eine Abholung machen werde. Aber es wird auf jeden Fall sehr viel los sein, denke ich. Ich werde beschäftigt sein und keine Langeweile haben. Und ich hoffe, ich werde ganz viele Leute kennenlernen, weil ich habe einfach voll Lust drauf, Leute kennenzulernen. Und gerade so Couchsurfing, Trampen, Mitfahrgelegenheit, Foodsharing, solche Sachen verbinden. Und ist einfach schön, wenn man gemeinsame Ziele hat und wenn man sich halt kennenlernt einfach. Und ja, ich freue mich. Ich denke, mehr kann ich dazu nicht sagen.
Vielleicht habt ihr ja noch ein paar Tipps zum Trampen oder vielleicht eine Couch, die ihr mir anbieten könnt. Und ich werde auch von dort aus noch Videos hochladen, also nicht wundern, wenn dann irgendwas von meiner Wohnung oder so kommt. Also ich habe da schon ein paar Videos gedreht, ich muss ja noch aktuell werden. Die werde ich dann hochladen und dann nach Berlin kommen dann auch, denke ich, bald die Berlin-Vlogs. Und wenn du jetzt noch Lust hast, ein paar Videos zu schauen, dann schau doch mal in diese beiden rein. Viel Spaß dabei und tschüss!